In der Reihe der Ambulation und Linie interviewe ich jetzt Margit Steidl im Printing. Hallo Margit und hallo Christian. Hallo. Hallo. Wir sind im Printi, da waren wir letztes Jahr schon, also hier haben wir schon jemanden interviewt. Das Printi ist eine Bürogemeinschaft bzw. Ateliergemeinschaft, stimmt das? Ich glaube. Ja. Ja, das stimmt. Und ja. Ihr seid eigentlich neu hier, bzw. letztes Jahr wart ihr ja noch nicht da. Das stimmt, ja. Ja, ich war hier für 4 Monate. Seit 4 Monaten? Seit 4 Monaten, ja. Genau. Und du? Ein bisschen länger. Oder so. Im Sommer. Wir machen das Interview jetzt gemischt in Englisch und in Deutsch. Wenn du nicht weißt, die Antwort auf Deutsch, kannst du auch Englisch reden, gell? Margit, erzähl mal, was machst denn du so? Also im Printi arbeite ich eigentlich hauptsächlich als Kommunikationsdesignerin. Und dadurch Layouten und Zeichnen und Basteln. Alles, was nachher gedruckt wird, das mache ich. Du bist Grafikerin? Genau. Hast du eine Firma? Ja, ich bin selbstständig. Und bist du gut ausgelastet? Ja, schon. Fängt das gerade erst an oder wie lange machst du das schon? Ich mache das schon seit einem Jahr circa. Mhm. Und es wird immer mehr. Und das macht man, ich finde immer mehr rein und kann mich immer besser selber organisieren. Und ja, es läuft. Es macht Spaß. Und du, Christian, was machst du? Ja, ich bin ein Ingenieur und ich mag ein bisschen Konsulentarbeit. Ich mag Computer-Simulierung. Mhm. Das ist die halbe Zeit und die andere halbe Zeit, ich mache auch, ich lerne mich selber, mache die mobile Applikationen und ich möchte kombinieren die zwei Ämter, Ingenieurarbeit und der neue Technologien, die mobile Univers. Das heißt, du lernst, wie man Apps programmiert? Ja. Und du? I'm now going to switch to English. Mhm. So, I think the last half year, on and off, I spent maybe half of my time, maybe a bit less, to learn myself to program apps. And so I can do some things, I cannot do everything. So some things are super easy and some things I still have to struggle with, some very simple things. So, yeah. But I mean, in principle, yes, I can program apps. Yeah. Das heißt, auch du investierst diese Zeit, um dich da noch zu vertiefen. Habe ich das richtig verstanden? Vertiefen? To dive in, to get it, to learn how to do it better. Yeah, I invested a lot of time. Oh, is that the question? Du investierst viel Zeit, oder? Yeah, I think that the area is super interesting. I'm not sure which direction I want to go. I just want to work more with like new technologies, but I still find engineering and natural science super exciting. I studied physics, but now I also wanted to combine it with some of the new technologies. So I don't know exactly what I'm going to do with it yet. So I'm doing my consultancy work for Make a Living, and then I try to invest as much time as possible in sort of this stuff like app development. But yes, it's a lot of time investment. But wer lernt ihr das? Oder woher bekommst du das Know-how? Just try. You know, download the software. Google. I mean, I think it goes for everything here. Like today, that most problems someone else has had them before. So often you can just Google the question, and then someone else has also struggled with that thing before. So I just try. Read some documentation, doesn't work, then maybe I Google it, if that doesn't work, maybe I go on YouTube and find a tutorial. Aber du konsultierst keine echten Menschen, oder wie? Okay. Also in Menschen in reality, people in reality? Are there people that help you? Yeah, I have, for instance, in Menagerie, just next door, I've asked Stefan a few times, and he has just pointed me in some directions, mm-hmm. Because he is sort of, in my eyes, like experienced app developer, mm-hmm. So he has just recommended me some directions I should go,
But more like practical, like day-to-day issues, I don't have anyone to ask. I just look it up or try to figure it out myself. Mhm. Yeah. Und yeah. Du, Margit, du arbeitest auch mit Menschen, und hier, die hier herum sind, zusammen, oder? Ja, voll. Wer ist denn das oder mit wem? Ich glaube, ich bin da ganz gut vernetzt. Manchmal bin ich in der Managerie drüben, manchmal bin ich im Gast auf der anderen Seite drüben. Mhm. Oder noch ein Stück weiter bei Engard. Und auf dem Weg zum Engard bei den Lévignon schaue ich auch manchmal vorbei. Und man kennt sich halt und quatscht miteinander, und es entstehen da immer neue Sachen und neue Wege. Und manchmal fängt man da an, zusammen was zu machen, und ich finde das ganz spannend. Und ihr beide habt ihr miteinander zu tun, außer hier im Printi? Also, wir haben noch nie zusammen gearbeitet. Aber ich habe nicht zusammengearbeitet, nein. Nein. Ich mag Chris Applications. Und ich mag Markets Design. Zeigt ihr euch das, was ihr macht? Ja, schon. Entschuldigung. Do you show each other what you're doing? Yeah, sometimes we show each other, yeah. Yeah. Mm-hmm. But we're not really working. But maybe someday you're gonna help me design my apps or whatever. Or I'm gonna help you with something, I don't know what, but maybe. Maybe, Wie viel Zeit verbringt ihr hier? Eigentlich den ganzen Tag. Ja, für mich full Zeit, volle Weile. Ja. Ich glaube, wir sind die zwei, die am öftesten hier sind im Printi. Wer ist sonst noch da? Ganz bunt gemischt. Der Wolfi, der schreibt an seiner Arbeit, ist Philosoph. Der Markus ist der Architekt, der arbeitet auch an einem Forschungsprojekt. Dann ist manchmal da die Claudia und der Andi, die sind auch Architekten. Die Nana. Reini, der schreibt auch. Und Nia, die schreibt auch. Ja. Mhm. Kocht sie manchmal hier? Ja. Ja. Krepp haben wir schon gemacht hier. Und du bist jetzt auch im Landwirbel involviert, kann man das genau sagen? Mhm. Was machst du da? Mitwirbeln, würde ich jetzt sagen, hauptsächlich. Und koordinieren manchmal. Und austauschen und connecten. Ja. Passiert da viel? Ja, schon. Da wird sehr viel nachgedacht. Miteinander gesprochen. Und geschwärmt, habe ich gehört. Was ist das? Geschwärmt, ja. Was ist das für ein, das ist so ein Prinzip zum Entscheidungsfindung, hat mir die Nana erklärt. Ja. Was heißt das? Magst du das erklären? Ich glaube, damit ist gemeint, dass es halt immer sehr viele Personen gibt, die sich zusammensetzen und am Konzept quasi stricken und an dem halt die Pläne schmieden für den Landwirt. Und dadurch, dass es kommen manchmal... Es sind nicht immer die gleichen Leute. Manchmal holt man wen dazu, manchmal kommt wer zufälligerweise dazu und gibt auch einen super Input. Und ich glaube, das ist mit dem Schwarm gemeint. Mit dem Schwarm nicht im Sinne von etwas schönreden oder herumschwärmen, sondern nein, das glaube ich nicht. So lange darüber zu reden, bis alle in eine Richtung schwärmen. Genau. So habe ich es verstanden. Bis alle in etwa das gleiche denken. Und ein Ergebnis praktisch. Genau. Vielen Dank. Bitte schön. Bitte schön. Frage. Kennst du das Wort Faulheit? Faulheit? Nein. Was könnte das denn sein? Faulheit. Faul sein ist being lazy. Ja? Okay. So how does Faulheit? Laziness or? Laziness, ja. Ja, okay. Wie hat Faulheit in deinem Leben Platz? You can answer in English if you like. how laziness is in part of your life? No. Oh, in my general. Life, I think it's like a lot of people have it. Like you know, you're procrastinating a lot of stuff. Have like especially now before Christmas, then like you have. I have 10 things on my mind. I know I should do, but there's something. I mean, if it can be done tomorrow, then why not just push it forward all the time? So, for me, that's one kind of Faulheit. Wie ist das bei dir, Margit? Der Faulheit in deinem Leben? Hat die Platz? Ja, voll. Und ich bin gern faul. Ich
bin nicht gern alleine faul, das macht mir keinen Spaß, aber ich bin gern in der Gruppe oder zu zweit faul. Wie geht das? Stundenlang in der Hängematte liegen und reden. Oder mal eben die Arbeit beiseite lassen und spazieren gehen. Also einfach das Nicht-Arbeiten, das bewusste Nicht-Arbeiten und genießen. Das hat für mich schon auch ein bisschen Faulheitsgefühl, aber ist eigentlich, also Faulheit ist für mich was Schönes.